Stillhaltergeschäfte erfreuen sich bei institutionellen Investoren großer Beliebtheit. Bei Privatanlegern ist das Thema noch nicht so durchgedrungen. Genau darüber wollen wir aber heute sprechen, um aufzuklären. Gemeinsam mit Adam Vollbracht, Partner bei Value Asset Management, das Thema Stillhaltergeschäfte. Zunächst die Frage, was ist denn das überhaupt? Grundsätzlich dieses etwas für den Endanleger, vor allem etwas abstraktere Thema, erklärt sich so, dass auf dem Kapitalmarkt alle Anlageklassen, unabhängig ob es sich um Aktien, Renten oder auch im weitesten Sinn um Immobilien handelt, auf der Risikoprämie basieren. Langfristige Wertzuwächse basieren auf diesen Risikoprämien, variabel wie bei Aktien, fix wie bei festen Coupons, wie bei Anleihen oder letztendlich auch abstrakt betrachtet eine Miete bei Immobilien. Bei Optionen gibt es diese Risikoprämien ebenfalls. Wir agieren hier ganz abstrakt einfach erklärt wie ein Versicherer, der für die Übernahme einer bestimmten Versicherungsleistung eine Prämie kassiert. Und diese Prämie, wenn man dieses Geschäft systematisch betreibt, hat zum Ergebnis, dass man sehr schöne, nämlich konstante und wenig schwankende Renditen am Kapitalmarkt erwirtschaften kann. Und wo liegt jetzt der Mehrwert bei solchen Stillhaltergeschäften? Der Mehrwert liegt insbesondere darin, wenn die Märkte sehr lange seitwärts gehen, schaffen sie es, weil sie unabhängig von Anleihenkursen, die steigen oder fallen, oder Aktienkursen oder Aktienindexkursen, wenn man bei ETFs ist, die steigen und fallen, ihre Prämie vereinnahmen. Und das ist für sie die Rendite. Das heißt, sie agieren hier unabhängig vom Markt. Die Prämieneinnahmen entstehen für sie so und so. Wichtig ist natürlich, diese Rendite für sie zu konservieren. Das ist jetzt auch die Frage. Es klingt ja alles viel zu gut, um wahr zu sein. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wo Chancen sind, sind auch Risiken. Muss der Haken hervorbracht. Auch hier behelfe ich mir nochmal mit dem Sprung in die Versicherungsbranche, nämlich genauso wie die Allianz ihre Versicherungen verkauft, sucht sie sich am Markt einen Rückversicherer. Man kennt auch in München einen großen, die Münchner Rück ist ein Rückversicherer. Genauso setzen wir systematisch einen Teil unserer vereinnahmten Prämien für die Absicherung unserer eigenen Positionen ein, um uns gegen große Kursrückgänge abzusichern. Und nun kann man das natürlich auf verschiedene Art und Weise tun. Sie haben ein eigenes Rezept. Worauf basiert es? Wir sind ja ein Value House, wir stehen für wertorientierte Ansätze. Das, was wir bei Aktien tun, nämlich Value-Aktien günstig kaufen und dadurch einen möglichst langfristigen Mehrertrag generieren, das kehren wir bei den Stillhaltergeschäften um. Wir verkaufen teure Optionen. Das heißt, Value-Aktien günstig kaufen, langfristiger Mehrertrag. Hier drehen wir den Spieß um. Wir suchen uns nach Value-Kriterien auf Indexbasis möglichst teure Indexoptionen, die wir dann verkaufen, weil umso höher der Optionspreis ist, den wir vereinnahmen, umso höher die Optionsprämie, umso größer ist der Ertrag für uns. Und parallel, wie vorhin bei der Rückversicherung erklärt, setzen wir systematisch immer einen Teil dieser vereinnahmten Prämie für unsere Absicherung ein und generieren dadurch relativ konstant die 3-7er-Ziele, nämlich 7% per anno oder mehr, natürlich nach Kosten, bei einem maximalen zwischenzeitlichen Rückgang von 7% und einer Schwankungsbreite von etwa 7 ebenfalls. Bleibt trotzdem natürlich kompliziert für den Privatanleger. Wie kann der jetzt an dieser Strategie teilhaben? An dieser Strategie würden wir einem Privatanleger, der sich jetzt mit dem Stillhalterbereich noch nicht intensiv beschäftigt hat, die klassische Fondslösung, wie so oft, bei etwas komplexeren Modellen raten. Und hier würden wir uns einfach mit klassischem Fonds-Research behelfen und nach den systematischen Stillhalter-Fondsanlagen suchen, die es da gibt. Da gibt es nicht viele, aber wenn man konkret danach sucht, wird man da auch fündig. Wichtig ist, dass die Konzepte abgesichert arbeiten, sonst hat man ähnliche Schwankungsrisiken wie am Aktienmarkt. Ein Thema, das wir sicherlich an anderer Stelle noch weiter vertiefen können. Ganz herzlichen Dank, Adam Vollbracht von Value Asset Management, für das Gespräch hier in München heute. Vielen Dank. Danke, Herr Franek.